Wir sind zurück bei Mad Games Tycoon 2 und schaut es euch an. Surf and Turf 3 hat richtig abgeräumt. Der Nachfolger von Star Trek Die Rache der Sith mit dem Spiel des Jahres, bester Soundtrack und beste Grafik. Unfassbar. Und wenn es so erfolgreich ist, was steht an? Klar, erstmal die Portierung und dann Surf and Turf 4. Wir werden das Ganze ausschlachten. Und bei der Portierung wird es jetzt besonders spannend, weil der Code Blue auch gerade portiert hat und genauso in der Spieleautomatenentwicklung drin ist. Ganz genau. Ich habe eine 86er Wertung. Ich habe schon 196 Bestellungen und 3 Stornierungen tatsächlich. 3 Stornierungen? Die wurde einfach direkt storniert. Also nee, das wollen wir dann doch nicht mehr. Hat auch schon 1 Million gekostet. Aber meine Techniker sind hier fleißig am Arbeiten. Wir sehen das hier. Die Techniker sind fleißig am Arbeiten. Die klopfen hier die Teile zusammen. Und ich hoffe, ich krieg das hin. Ja. Sehr gut. So. Das Hauptspiel ist auch raus. Aus vom Markt jetzt. Kann man dafür Updates machen? Man kann Updates dafür fahren. Das machen wir direkt. Komm. Wir machen Updates. Wow. Das Coole ist, Surf and Turf 3 hat jetzt nochmal einen Boost bekommen. Wird jetzt noch mehr verkauft als vorher. Ich hatte ja eigentlich Angst, dass wir so langsam vom Platz 1 verschwinden, aber wir sind jetzt nochmal geboostet worden. Wahnsinn. Ah, die Insel der Geheimnisse, die kann da nichts. Auch Teil 4 ist nicht so stark. Nee, die Insel der Geheimnisse ist halt, ja, da fehlen die Affen. Da fehlen die Affen, absolut. Entwicklung abschließen, wir vertreiben das selber, Surf and Turf 3. Und Qualität der Komponenten, das wird natürlich qualitativ hochwertig hier werden. Ist doch ganz klar. Und wir lassen den Verkaufspreis auch relativ günstig. Wir sind nicht solche Halsabschneider wie Code Blue. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Wertung bekommen. Eine 87er Wertung ist vollkommen in Ordnung für eine Portierung. Was hast du für eine Bewertung gehabt? Ich glaube 86. Ich kann nochmal nachschauen. Ich glaube, das steht hier irgendwo. Und jetzt sehen wir es hier rechts. Ja. Da sind 6. die Bestellungen. Okay, ich muss mein Team erweitern. Die kommen nicht zurecht. Ich muss meine Techniker erweitern. Wir brauchen einen weiteren Arbeitsplatz. Es nützt ja alles nichts. Sehr gut. Da muss noch ein Arbeitsplatz her. Also die Spielautomaten, sie werden hier ordentlich und jetzt kommt rausgehauen. Und die kommen bei mir auch gar nicht hinterher. Oh, legendären Techniker, reingeholt. Stark. Die kommen gar nicht hinterher bei mir. Kenny, auch ich muss anbauen. Aber haben wir denn noch Techniker auf dem Arbeitsmarkt? Einen gibt's noch. Aber keine legendären. Ja, nur schlechte, aber wir brauchen die. Wir müssen anbauen. Ganz wichtig. Besser schlecht als gar nicht, ne? Wirklich, wirklich, wirklich. Wir können nichts anderes tun. Wir müssen anbauen. Uns wird hier wirklich das aus den Händen gerissen. Die Spielautomaten werden gefragt ohne Ende. Müssen wir das auch annehmen. Ich weiß nicht, wie viel Verluste du so fährst. Aktuell noch, mit den Automaten. Ich bin bei minus 300.000 noch. Ich bin bei minus 600.000. Und meine Engine ist beliebt. Das geht weg wie warme Semmeln. So, und die Techniker müssen jetzt hier auch noch mit rein. Aber ich komme auch nicht hinterher. Die Bestellungen sind einfach viel zu viel. Wir kommen nicht hinterher. Wir haben noch 2500 Bestellungen. Wir müssen schön reinkloppen. Vielleicht habe ich die auch zu günstig gemacht. Kann natürlich auch sein. Aber Qualität muss auch preiswert sein. Absolut. Sollten wir vielleicht nicht machen. Kann man das eigentlich updaten? Ja, man kann sogar ein Update machen. Man kann Updates machen, ja.
Ah, es ist sehr teuer. Das will ich gar nicht machen, glaube ich. Kann man ein Add-on machen dafür? Nee. Okay, tatsächlich. Was ist denn ein Thema für ein gutes Plattformspiel? Ich denke Superhelden. Superhelden, ja, das auf ist jeden es. Fall. Hm. Mach mal einen Spielbericht für Surfen Turf 3. So langsam kommen wir ins Plus bei den Spielautomaten. Mhm. Auch da gibt's Charts natürlich. Da gibt's eigene Charts für. Gucken wir mal. Eigene Plattform, eigene Konsolen wird's nicht sein, oder? Okay, so machen wir das. Charts. Achso, hier, Spielautomaten. Genau, hier sieht man das. Innovation. Ich finde Innovation immer so schwer. Wichtig ist das Level-Design. Ja, das Casual. So, der Spielbericht ist fertig. Surfen Turf 3 hat vieles nicht richtig gemacht. Und trotzdem war es so erfolgreich. Das ist gut. Das heißt, die Fortsetzung kann hier wirklich ein Banger werden. Das hier muss unbedingt auch ein Banger werden. Nevermind. Darf kein Banger werden. Tatsächlich. Wir produzieren immer noch für den Tappel 2. Also der Tappel 2, das muss eine ziemlich gute Geschichte gewesen sein. Surfentür vom Markt genommen. Mit 8 Millionen Umsatz, mit 8 Millionen Gewinn. Das wird hier teuer. Mein neues Spiel wird richtig teuer. Aber wir haben auch das Geld, dass wir jetzt auch so langsam mal sagen können, hey, wir investieren einfach mal. Hier wird investiert, ja. Täglich investiert, man kennt es. Täglich investiert, absolut. Die kommen einfach immer noch nicht hinterher mit den Bestellungen. Wie viel Techniker hast du? Wir sind zu dritt hier, tatsächlich. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube, 5. 5 Techniker. Ich kann mal bei dir reinschauen nochmal. Wow, okay. Du kannst einfach die Tische zählen. An jedem ist auf jeden Fall einer. Bin gerade halt im anderen Menü, deswegen kann ich nicht nachschauen. Ja, dann sind es 8. Okay, dann habe ich 8. Kann ich die Engine nochmal upgraden vorher? Also ich habe eine sehr starke Engine gerade entwickelt, tatsächlich. Allerdings vielleicht nicht für deinen Fokus. Ja, ich kann sogar noch upgraden. Ja, ich habe ja eine Engine schon für dasselbe. Dann grade ich das vorab. Vielleicht machen wir das hier auch mal runter, damit wir vielleicht auch wirklich die Engine mal woanders sehen. Das wäre vielleicht ganz cool. Und Surfen Turf 4 wird natürlich kommen. Ja, das davon bin ich ausgegangen. Ich komme nicht hinterher bei den Automaten. Und das bedeutet für mich, ich muss die Preise höher machen. Das stimmt. Da müssen jetzt Preise her. Du kannst die Preise nur verändern, wenn es keine Vorbestellung gibt. Oh, okay. Ja. Das wird ja nicht funktionieren. Weil ich komme nicht hinterher. Wie günstig bist du denn? Ich will die Werkstatt 1100. Ah gut, ich bin bei 1400 gewesen. Wie viel verkaufst du die Woche? Was hast du letzte Woche verkauft? 402 jede Woche. Ich bin bei 200. Oh nein, das ist nicht gut. Aber ich will die Werkstatt auch nicht größer machen, weil wir wissen alle, Spieleautomaten ist wahrscheinlich nichts für die Ewigkeit. Davon kann man ausgehen. Die neue Engine kommt bald raus. Dex 2.11. Kann ich dir nur empfehlen, wenn du Geschicklichkeitsspiele machst. Ist auch sehr teuer gewesen.
Aber jetzt können wir auf jeden Fall eine Fortsetzung machen von Surf and Turf 3. Aber die Automaten bringen auch ordentlich Geld rein. Ja, 1,4 Millionen plus schon. Also die bezahlen mir. Die bezahlen mir meinen Abend. Ja, das ist gut. So, und direkt wieder die große, immer schön die große Convention nehmen. Den großen Messestand. Wenn ich nur zwei Spiele habe. Und das wird jetzt mein erstes A-Spiel. Da bin ich auch schon dran, tatsächlich. Am ersten A-Spiel. Wow. Sehr cool, sehr cool. Das ist auch ganz schön teuer. Da habe ich. Ich weiß nicht, wo kann, das kann man irgendwo sehen, wie viel man schon ausgegeben hat, ne? Entwicklungsbericht. 1,4 Millionen zum aktuellen Stand. Wow. Also, das ist nicht verkehrt. Da muss man aufpassen, dass man da nicht auf einmal pleite geht. Zumal ich gerade auch 500.000 für eine TV-Kampagne jetzt mal reingehauen habe und rausgebuttert habe. 500.000? Ja. Wow. Es musste sein. Es ging nicht mehr anders, es musste sein. Da erwarte ich aber dann wirklich einen Banger-Titel. Ja, und ich habe Angst, dass es kein Banger-Titel wird. Aber wir bringen hier alle Gameplay-Features rein, die wir auch nur bringen können. Mehr Spielelänge. Und einsteigerfreundlicher. Wo wir auch. Ach, das ist auch, glaube ich, ganz spannend. Ich guck mal in die Charts rein. Und dann in die All-Time-Charts, was verkaufte Spielautomaten angeht. Ich muss scrollen. Surf and Turf auf der 30. Star Trek, die Rache des Sith Automat auf der 33. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir kommen nicht hinterher. Es gibt auch einfach keine Techniker. Es gibt keinen einzigen Techniker auf dem Markt. Du hast mir alle weggekauft. Das und tut das mir zu einer Zeit, wo es Arbeitermangel gibt. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Mhm. Also, ich kann mich wirklich kaum davor retten, wie sehr es mir leid tut. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, wie sehr es mir leid tut. Ja. Ich hoffe, Mister, ich hab dir alle Legenden vom Markt geschnappt. Du hast mir alle Legenden vom Markt gesnackt. Und hast du mir vom Markt gesnackt. Nee, eine. Die erste vielleicht. Und danach habe ich ja auch gar nicht mehr damit. Also, ich habe ja keine andere Legende gekriegt. Weil du sie dir alle geholt hast. Ja, das sagst du jetzt einfach so. Das stimmt. Kundensupport wird jetzt kostenlos für unsere Fans. Der war jemals, dass der überhaupt was gekostet hat. Ja, klar. Und dann kriegst du auch noch mehr Fans. Also, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Weil die einfach meine Spiele lieben. Wir haben auch einfach gute Spiele. Also unsere Automaten laufen super und die machen auch, die bringen jetzt wirklich ein schönes, regelmäßiges Einkommen rein. Mhm. Aber ich komme nicht hinterher, glaube ich. Woche für Woche steigen die Bestellungen. Mhm, bei mir auch. Ich muss eigentlich alles machen mit Werkstatt, aber wie gesagt, das ist nur ein vorübergehendes Ding. Das wird nicht Ewigkeiten halten. Ich sage voraus, die Zukunft. In der Zukunft werden Spielautomaten irgendwann nicht mehr so gefragt sein. Ich gucke in die Glaskugel und sag dir das. Wir können gerne Wetten abschließen. Erstmal eine Kanalwette darauf. Okay, sind neue Forschungen wieder verfügbar? Die X-Work Engine ist am Start. Und der Katari wurde rausgenommen. Produziere ich noch für den Katari eigentlich? Mal eine Marktforschung durchführen? Sieht doch alles ganz gut aus. Wir beide scheinen gut voranzukommen. Sehr, sehr cool. Aber wir sind machen beide nicht stark. In den Top 10 gerade in den Charts. Also das hat natürlich, glaube ich, auch einiges gekostet. Also dieses Jahr, ob wir wirklich Teil der Awards sein werden, ich denke nicht. Mhm. Also ich glaube aber nächstes Jahr, in der nächsten Folge auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall wieder vertreten sein. Ich schätze mal, wir werden uns betteln, weil dann wird Surf and Turf 4 rauskommen. Oh Mann. Und bei dir wahrscheinlich auch, oder? Bei mir kommt nicht Surf and Turf 4 und auch keine Fortsetzung. Bei mir kommt ein neues Spiel, tatsächlich ein Plattformer. Ein Plattformer, okay. Mhm. Mhm. Ich habe mich mal an einen Plattformer versucht und ich weiß noch nicht, wie man Plattformer macht.
Wahrscheinlich wird Plattformer auch der, ich sag's dir jetzt einfach mal, der nächste Trend sein. Der Trend kam ja schon. Also der Trendwechsel kam ja schon. Genau, und der nächste Trend wird wieder Plattformer. Ach, der wird nochmal Plattformer sein, na klar. Ja. Na klar. Ne? Wow, zu 80% zumindest. Also 80er Jahre, man kennt es, war Plattformerzeit. 19% der Käufer holen sich eine Deluxe Edition und 10% sogar eine Collector's Edition. Einen vierten, Gott sei Dank. Wir haben jetzt 4 Techniker, jetzt könnten wir eventuell unsere Verkäufe wieder stabilisieren. Das bedeutet, wir werden so langsam auch mal Produktion erforschen. Boah, die ist teuer. Mach das jetzt einfach. 5 Millionen. Wir haben hier das Einkommen, das durchgehende Einkommen durch die Techniker. Krankenkasse? Mhm. Entschuldigung. Und deshalb können wir uns das leisten. Surf and Turf wurde schon alles ausgegeben, was ausgegeben werden musste. 2 Millionen auf der Hinterhand. 5 Millionen können wir uns leisten. Und dann würde ich hier nochmal anbauen. Und dann hier die komplette Produktion, alles voll mit Produktion machen, glaube ich. Stark. Ein ganzes Gebäude für Produktion. Ein ganzes Gebäude nur für die Produktion. Das ist mein Plan, ja. Das ist heftig. Oh Mann, das dauert richtig lang. Also TV-Werbung mit 2 Leuten zu machen, ist nicht ganz so die beste Idee. Vor allem, wenn der krank ist und woanders hingehen muss. Ja. Guck mal, ob ich hier bei mir noch Marketing machen kann. Ich könnte auch eine TV-Werbung machen für Surf and Turf 4. Komm, was soll der Geiz? Machen wir mal eine TV-Werbung. Surf and Turf 3 hat jetzt schon auf dem Spielautomaten 3 Millionen eingebracht. Wie sieht es bei dir aus? Auch 3 Millionen, tatsächlich. Sehr cool. Wir sind da gleich auf. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Wir sind da gleich auf. Ich find's gut, dass Rockstars nicht beliebt sind. 1984, Rockstars unbeliebt. Weiß ich nicht. Ich meine, wann hat Bon Jovi seinen ersten Hit gelandet? Boah, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Bon Jovi, erster Hit? Ich google einfach mal. War kurz vor meiner Geburt. War kurz vor deiner Geburt. 1981. War kurz vor meiner Geburt. Ja, wir werden nicht vertreten sein. Wir werden nicht vertreten sein, nein. Aber auch nicht beim schlechtesten Spiel. Und von daher haben wir ein bisschen Hoffnung. Aber das nächste Jahr, es wird richtig, richtig spannend. Denn wir beide werden mit einem neuen Spiel auf den Markt gehen. Und dann werden wir uns betteln um die beste Grafik, um den besten Soundtrack und um das beste Spiel. Wow. Vor allem um den besten Entwickler. Also das ist doch mal ein Ziel. Als nächstes müssen wir der beste Entwickler werden. Das wäre wirklich mal ein Ziel, ja. Absolut.